Hallo, ich bin der Uli Quandt, ich mache eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Ich habe mir die Ausbildung rausgesucht, weil mir das immer schon gefallen hat, mit den großen LKWs zu fahren. Ich bringe die große Baumaschine und das Material zeitgenau auf die Baustelle, da sonst die Baustelle ins Stocken gerät. Es ist kein typischer Speditionsberuf, da wir meistens kurze Strecke auf die Baustelle hin und wir sehr selten übernachten müssen und eigentlich jeden Abend zu Hause sind. Wenn ich auf eine Baustelle komme, wo ich noch nie war, dann muss ich mir erst mal einen Überblick verschaffen, wie ich da reinkomme und wie ich später wieder rauskomme. Dann muss ich schauen, wer das Material bekommt, wer mein Ansprechpartner ist oder wer Abteilung das bekommt. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Wir haben viele verschiedene Orte, andere Baustellen. Deshalb haben wir mal unterschiedliche Strecken und das ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Ich brauche ein Gespür für die Technik, dass wenn an meinem Fahrzeug was kaputt ist, dass ich ungefähr weiß, um was ich es drehe, damit ich dem Kollegen aus der Werkstatt sagen kann, was an meinem LKW kaputt ist. In meinem Arbeitsalltag habe ich viel mit Verkehrsproblemen zu tun, zum Beispiel mit Staus und Engstellen auf der Straße sowie auf der Baustelle und da muss ich sehr schnell anpassen können. Ich kann meinen Zeitplan gut einhalten, da ich durch meinen Disponenten und seine Fahrarbeit gut unterstützt werde. Innerhalb meiner Firma kann ich mich auf verschiedene Fahrzeuge spezialisieren, zum Beispiel auf einen Kranzug oder einen Sattelzug. Ich mache meine Ausbildung bei der Firma Leonhard Weiss, weil mir die Firma empfohlen worden ist. Ich werde sehr wertgeschätzt als Person wie als Mitarbeiter und wurde von Anfang an anerkannt. Alles geschafft, auf zur nächsten Baustelle!